Hallo bei Guck mich TV. Mein Name ist Laura. Heute geht es um lauter süße Sachen. Die meisten Menschen, wie Christine zum Beispiel, essen total gerne süße Sachen. Egal ob Kekse, Gummibärchen oder Schokolade. Hauptsache süß. Warum eigentlich? Zu viel Süßes schadet doch den Zähnen, macht dick, ist ungesund. Also warum essen wir so gerne Süßes? Das hat verschiedene Gründe. Fangen wir mit der Zunge an. Mit ihr können wir schmecken. Auf ihr befinden sich tausende Geschmacksknospen, mit deren Hilfe wir verschiedene Geschmäcker wahrnehmen können. Wenn wir etwas essen, dann schicken die Geschmacksknospen auf unserer Zunge Signale an unser Gehirn. Das erkennt dann, ob wir etwas Salziges oder Süßes essen, etwas Bitteres oder Saures oder Umami, also Fleischiges. Gehen wir ganz weit zurück zu unseren Vorfahren. Steinzeitmenschen hatten ja keine Supermärkte, um ihr Essen zu kaufen. Also mussten sie ihre Nahrung in der Natur sammeln und auf die Jagd gehen. Wenn etwas bitter schmeckte, konnte das giftig sein. Da war man sehr vorsichtig. Wenn etwas sehr sauer schmeckte, dann war man auch vorsichtig, denn es konnte verdorben sein. Wenn aber etwas süß schmeckte, dann bedeutete das ganz oft, dass es genießbar war und nicht giftig. Außerdem hatten die süßen Sachen viel Zucker und der gab unseren Vorfahren sehr schnell viel Energie. Sie brauchten viel Energie, denn sie bewegten sich viel, um Nahrung zu finden. Sie gingen auf die Jagd. Oder mussten vor Gefahren flüchten. Süß war also über tausende von Jahren sehr wichtig fürs Überleben. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum wir Süßes lieben. Dass wir süß lieben, fängt schon vor unserer Geburt an. Das Kind wächst im Mutterleib in der Gebärmutter in einer Blase, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. Diese Flüssigkeit heißt Fruchtwasser. Dieses Fruchtwasser trinkt das Baby. Da sind viele wichtige Nährstoffe drin, die das Baby braucht, um zu wachsen. Und das Fruchtwasser schmeckt immer süß, egal was die Mutter isst, ob Salziges oder Süßes. Aber auch nach der Geburt bleibt es für Babys süß. Denn die Muttermilch, die die Babys trinken, ist auch süß. Das heißt, die Vorliebe für Süßes ist uns angeboren. Deshalb liebt auch unser Gehirn Süßes. Sind wir nicht gut drauf, dann trösten wir uns manchmal mit einem Stück Schokolade. Unser Gehirn bekommt mit, dass wir süße Schokolade essen und schüttet ein Glückshormon aus. Das heißt Serotonin. Und schon geht es uns schnell wieder gut. Und wenn wir nicht zu viel Süßes essen, dann ist das für die Gesundheit und Figur auch vollkommen in Ordnung. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Tschüss, bis zum nächsten Mal.